herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Keep on Trucking. Heute mit uns der liebe Chef Henri de Balzac und der liebe Olli. Hallo. Und der liebe Slowene. Marion. Olli. Hola. Hallo. Wie auch immer. Santa Fe. Ja. Nein, nichts. Alles okay, Chef? Hallo. Soll ich anhalten? Fahr weiter, ist schon gut. Ich habe nur geguckt, dass der Slowene zwischen uns fährt und nicht wieder irgendwo Kilometer weit hinter uns. Entschuldigung, Boss. Da vorne ist ein Aussichtspunkt. Mhm. Wie geht es euch zwei? Ich wollte gerade das eben. Ja, ganz gut soweit dann selber. Ja, geht. Und dir, Henri, wie geht es dir? Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Du. Und wie unhöflich. Ich bin nicht unhöflich. Ich wüsste nicht, was euch das angeht. Das ist eine Aussage, die ich hier so machen kann. Das ist oder? Eine Höflichkeitsanfrage. Ja, ich sage höflich, es geht dich nichts an. Okay. Der ist ganz schön gemein. Mi. Was ist? Bremsen. Alles okay, Olli? Ja. Aha. Sind wir jetzt hier bei Shepardy, dass du sagst, was ist Bremsen oder wie? Was ist die Frage dazu? Ja, genau. Ja, ich kann am Motor ausmachen. Ich hab schon. Ich auch. Oh wow. Ih, das ist ein Stein, verdammt! Jetzt hab ich aber ein Glück gehabt. Da. Kannst du mir mal sagen, was das hier. Ey! Du Raudi! Verkehrstechnologischer weißiger Raudi! Ja, wer kommt denn hier rüber? Das mache ich absichtlich, dass du mich nicht überholen kannst. Ich kenn dir doch, du. Dieses Spielchen kennen wir schon. Aber nicht wie er ist, hat er mir keinen Kratz in den Anhänger gemacht. Upsala, excusez-moi. Ups. Okay. Hat keinen Sch. Yay, du, da hinten bleibst jetzt stehen, du. So, und jetzt, wo seid ihr? Ja, hinter dir. Hinter mir. Ah, ja. Mon Dieu, runter hoch da. Also wenn ich hier auf der... Ja. Ich meine mit die Geschwindigkeit. Was hat das mit Ferkel zu tun, wenn ich hier Gas gebe? Puh.
Cis? Cis ist was anderes. Mhm. Oh, ein Scheißteil. Jo. Hä? Was? Ich verstehe kein. Ich verstehe kein Wort. Cis. Genau. Wie geht es dir? Alles gut? Mr. Frenchman. I'm an Englishman in New York. So, was macht er da hinten, der Xaxolix, der Slowenier, der einen Crash gebaut, oder wie? Nein. Warum komme ich jetzt auf die Idee, wenn man solche Flüche von dir hört, dass du einen Crash gebaut hast, hä? Ja, Ercel? Ich haue euch. Warum? Alle beide. Warum? Was haben wir mit deiner nicht vorhandenen Fachfähigkeit zu tun? Ja. Ja? Was hier? Ja? Oh Mann, ey. Hey, ja. Bitte links halten. Ich weiß nicht, ob ich mich links oder rechts halten muss. Ich muss zu dem unfreundlichen Franzosen da vorne. Der gemeine Sack. Das heißt Henri de Balzac und nicht Henri der gemeine Sack. Einmal bitte Eskorte zu dem gemeinen Sack da vorne. Dann halt nicht. Ja, jetzt Blaulicht vorsetzen und los geht's. Nicht hinter mir. Weil ich zu schnell fahre. Fährt also eben auch zu schnell. Ich fahre genau 65 Punkt. Du musst aber eben dann zu schnell gewesen sein, weil du bist immer weiter weggefahren. Aber ich bin definitiv zu schnell. Wenn du da vor dich hinschleichen willst mit 5,6 Stundenkilometer, ist das dein Problem. Habt ihr noch bis zum Ziel? 943. Ah, okay. Und du? 1073. Dann gib mal Gas. Aber der Franzose fährt auch nicht die 75, die erlaubt sind. Ich fahre auf Gramm genau 75 Stundenkilometer Meilen pro Stunde. Ich fahre gerade 88. Ich habe dich eben gesehen auf der Karte, jetzt nicht mehr. Mit einer Toleranz von plus minus 20%. Lass mich doch fertig ausreden. Thank you.
Mayan, gib einfach Vollgas. Was schafft denn dein Volvo? Ich weiß nicht. Der schafft die drin, die 90 Meilen das rein. Du blöde Raffe! Hallo, jetzt nicht mehr, so beleidigen. Das ist aber nicht nett. Blödes, arschgesichtiges. Hallo. Ich will doch nur wissen, wie dein Tag war. Ja. Wegen diesem Vollpfosten von Autofahrer habe ich jetzt. Bist wieder gerast. Ich bin nicht gerast. Ich hab den Umständen entsprechend angepasste Geschwindigkeiten gehabt. Und da es trocken ist, furztrocken, da kann man Gas geben. Also Ruhe. Ja, das würde ich auch sagen. Aha. Ey, du Raudi! Ich hatte so schöne. Okay, jetzt ist es mir scheißegal, Alter. Aha. Jetzt ist es mir scheißegal, Alter. Jetzt drück ich den auf und der Piste weg, diesen Pisskopf, du. diesen Vollpfosten da vorne, du. Sind nicht nur Vollpfosten in Autos, sind auch noch Vollpfosten in LKWs, sind auch noch deine Vollpfosten, du. Mann, ich verpasse ihm aber immer diesen Spaß. Nee, weißt du, was ich denn auch? Hm? Bin ja nicht so. Oder doch? Wie war dein Tag? Da kam ich kreuzweise. Ich hab dich auch gern. Kommst du raus? Route neu berechnen. Ich würde gerade helfen kommen. Darf ich wissen, wo du hingeschleppt wurdest? Wo seid ihr abgeblieben? Ich stehe hier. Ich weiß ja nicht, wo mein Boss hin ist. Dein Boss ist in ewigen Jagdverbot. Dein Boss ist in ewigen Jagdgründe eingegangen, dank deiner Fahrerei, du. Das kann gar nicht so sein. War doch immer ganz ordentlich. Okay, lass uns Route neue Route. So wie es mir mein Boss gelernt hat. Ich sage ja, wenn der andere da irgendwann mal zurückkommt, der euch soll. Nein, der französische Boss. Kann gar nicht sein, ich habe euch keine Fahrstunden gegeben, also. Wenn schon jetzt schon wäre, das war das Slowene, der Slowene, würde ich sagen. Kein Problem. Neu berechnen. Der hat nach Handlungen des französischen Boss gehandelt, wenn denn. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Rechts halten und dann rechts abbiegen. Biege nach rechts ab. Ich krieg gleich. Bleibt der Meilen. Ich wollte gerade fragen, wie viele Meilen hast du noch? 882. Oh, 70 Meilen. Circa. Aber der liebe Marian kann jetzt mal abmoderieren. Ich will nicht. Ja, liebe Zuschauer, wir sind aber leider schon wieder am Ende der Folge. Wir bedanken uns, dass ihr dabei wart. Okay, lass uns eine neue Route finden. Und wir hoffen auch sehr, dass die Folgen euch gefallen.
wir hoffen auch, dass ihr nächstes Mal dabei seid. Bei dem nächsten Chaos-Video. Ja, wir wünschen euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Au revoir.